Seit Stunden verhandeln die EU-Vertreter mit den zerstrittenen Parteien um einen Kompromiss. Am Morgen machen Gerüchte eine Einigung die Runde. Regierung und Opposition hätten sich auf ein vorläufiges Abkommen geeinigt, hieß es. Der Präsident soll bereit sein für vorgezogene Neuwahlen und eine Verfassungsreform. Doch bisher hat die Opposition dem nicht zugestimmt. Ob sie am Ende unterschreiben, ist unklar. Denn eine Kernforderung war für sie stets der Rücktritt des Staatschefs. Ein Kompromiss muss her, doch die Nerven liegen blank. Im Parlament kommt es während einer Sitzungspause zu Tumulten. Wir sollten alles tun, damit die vorgezogenen Wahlen stattfinden, ermahnte Oppositionsführer Klitschko seine Anhänger. Auf dem Maidan war die Stimmung am Morgen noch friedlich. Hoffnungsvoll schaut man hier auf die Verhandlungen. Es wurde genug Blut vergossen. Mehr als 75 Menschen sind gestern gestorben, sagt dieser Mann. Doch nur wenig später hallen wieder Schüsse über den Platz. Ein Ende der Konflikte ist nicht in Sicht. Diese Polizeieinheit reiste aus der Westukraine an. Unter Applaus und Sprechchören schließen sie sich der Protestbewegung an. Wir haben unseren Eid gegeben, die ukrainische Bevölkerung zu beschützen, nicht eine Gruppe Oligarchen. Auch am vierten Tag ist ein Ende der Gewalt alles andere als sicher.